Hi Leute, willkommen zurück zu Super Mario World The Lost Levels. Ich hatte gerade mein Gamepad nicht an, habe versucht zu spielen, hat nicht funktioniert. War jetzt nicht so positiv. Okay, ich glaube, wir müssen noch einen Secret Exit hier im Donut House holen. Und da unten ist ein Schniedel. Seht ihr den? Ich sehe den. Das haben die wieder mit Absicht gemacht. Ekelig. So, Koopa-Kommando. Ich mache mal hier einen Save, damit ich mein Power-Up nicht nochmal farmen muss. Da macht uns doch nur alle unglücklich. Und keiner von uns möchte unglücklich sein. Nee, das ist ja sowas, was man auch will. Ich möchte ja nicht Leute unglücklich machen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich machen möchte. Na. Ein Pilz. Ist gut. Nee, jetzt sei mal nicht so anspruchsvoll. Du mies Arschloch. Kennt ihr euch noch an Wer wird Milliardär erinnern? Das war gut. Okay, jetzt kann ich nämlich fliegen. Und wenn ich mit dem Yoshi irgendwo hinfliegen kann, ganz egal wo, gibt's mir richtig, ganz egal wo. Oh. Was macht DJ Tomek eigentlich heutzutage? Macht er überhaupt noch was? Das ist eine gute Frage. Kann das mal bitte einer von euch rausfinden für mich jetzt wieder? Ah, Mann! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Feder verlieren, nix gut. Nix gut, Feder. Nein, nein, Nina, do you good. Okay. Ich versuch's mal hier rein. So, nö. Ich habe übrigens gerade ein Problem. Ich habe hier nämlich noch Facebook offen. Es kann sein, dass da gleich irgendjemand Tudelum macht. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie der Sound davon war. Tudelum. Kann man den nicht eigentlich auch einstellen? Ich will nicht Tudelum, ich will... Also am Handy geht's ja, ne? Aber an der Desktop-Applikation glaube ich nicht. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ich kann es eigentlich auch vergessen hier. Mit... Also mit nicht, sondern ohne Feder reinzugehen. Ohne Feder, ohne Yoshi. Macht Maddie Dull Boy. All work, no play. Das ist auch ein schöner Platz, um so ein Springboard abzulegen. Okay, das... Warte mal, was sollte mir das eigentlich sagen? Das hat mir irgendwas über das Ghost House gesagt, ne? Und ich hab's schon wieder vergessen. Vielleicht sollte ich mal dazu übergehen, das alles zu fotografieren. Ich sehe übrigens schon wieder, dass... Dass... ich hier keine extra Leben kriege, wenn ich die Leute kaputt haue hintereinander. Das macht mich... Das macht mich rasend! Und hier ist noch einer, ne? Nee, ist nicht. Ist nicht! Boy. Okay, machen wir es mal so. A good way to the big blue boss in the secret house is look for hidden coin blocks in the blue room. Ich werde das jetzt fotografieren. So. Meine Home-Taste von meinem Handy ist übrigens ein bisschen kaputt. Die klemmt so ein wenig. Und das Schlimme ist, wenn man die zu oft drückt, dann ist man da im Selfie-Modus. Und auf den ist man manchmal nicht vorbereitet. So ist es. Man ist nicht immer auf den Selfie-Modus vom Handy vorbereitet. Manchmal ist man das halt nicht. Und wenn man das nicht ist, dann kann es halt schon ein bisschen unglücklich werden. So, jetzt frage ich mich, hier ist doch irgendwie was zu machen, oder? Ich gehe mal davon aus, dass wir hier in diesem... Beweg dich nicht! Dass wir in diesem Raum irgendwo einen Peacewitch finden, ne? Irgendwo muss hier doch einer sein. Weil sonst könnte ich da ja nicht rauf. Ah, ich kann da oben. Heilige Henne! Jetzt nimm mal, ne? Dann laden wir einfach nochmal. Hier ist es doch wohl richtig. Also ich finde, es sieht richtig aus. Es sieht richtig aus. Es sieht hier richtig aus. Okay, neue Runde, neues Glück. Ich gehe erstmal oben drauf. Lass mir jetzt erstmal schön die Stirn gerade rücken. Aber wie soll das gehen? Mit der Feder.
mein Freund, mit der Feder. Und da oben ist da bestimmt wieder nichts. Alles egal. Die Feder habe ich ja hier in den Gully geworfen. Und was auch frech ist, ist, dass hier so grüne Blöcke sind, die ich offenbar nicht aktivieren kann. So, hier war das, ne? Donut Speedways. Den Level kennen wir ja mittlerweile schon sehr gut. Aber ich bin trotzdem immer noch ein bisschen angefasst von diesen Leuten, die mir direkt ins Gesicht fliegen. Ja, an das werde ich mich vermutlich nie gewöhnen. Kennt ihr auch diese Fliegen, die einem morgens auf die Nase gehen? Die haben ja überhaupt gar keine Berührungsängste, ne? Also irgendwie ist es ja auch ganz cool. Ist ein bisschen, was man auch... jetzt fehlt mir gerade das Wort. Was einem imponieren kann? Nein. Was man nacheifern kann? Ja. Ja, ja, ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Also es ist auf jeden Fall eigentlich eine ganz coole Sache. Wenn man so ein bisschen wenig Berührungsängste hat. Aber eigentlich gibt es auch da Grenzen. Und wenn eine Fliege morgens mir in die Nase fliegt, und das ist wirklich passiert, Leute, dann ist diese Grenze definitiv überschritten worden. Und zwar mit 3 großen Schritten in Richtung... Unglück. So. Ah, ich kann mir ja eigentlich merken, dass wenn der Vogel hier kommt und mir unten einen unter die Schuhe drückt, dann kriege ich hier ein gutes Power-Up. So, hier rein. Jetzt haben wir's. Yoshi und. Koopa-Kommando. So, jetzt aber bitte nur ein Overworld-Save. Und... Ach, guck mal einer an. Ich habe ja hier sogar einen Midway-Point geholt. Ach, dass es hier überhaupt sowas gibt wie ein Midway-Point, ne? Oh. Das macht mich ja richtig fruchtig jedes Mal, ne? Nee, 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 nee. So, dann machen wir jetzt so. Okay. Und rein hier. Puh. Phase 1 geschafft. Jetzt kommt die Phase 2. Na gut. Phase 2 ist ein bisschen schwieriger als Phase 1. Wegen ihm hier. Okay, jetzt kann ich hier aber rauf, ne? Okay. Ist nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe. Ja, aber wo, wenn nicht hier? Bin verwirrt. Wo ist denn der Gaudimann, wenn man ihn braucht? Gaudimann. Oh, guck mal hier. Aha. Ja, sowas in der Art habe ich mir eigentlich schon gedacht. Okay. Na, da habe ich ja Glück gehabt jetzt. Da habe ich echt Schwein gehabt. Das hätte auch anders laufen können. Aber wir haben den Schlüssel. Wir haben Schlüssel, wir haben Yoshi und wir können eine Runde teabaggen. Yes! Puh. Green Switch Palace. Cool. Dann haben wir jetzt schon den zweiten. Ohne Yoshi jetzt. Das ist okay. Akzeptiere ich. Die Switch Palaces sind hier ja eine richtige Nummer jedes Mal. Also das ist ja jetzt nicht einfach nur so Spaß an der Freude. Sondern hier geht's richtig zur Sache. Ah! Es gibt nichts, was mich nervöser macht, als solche Koopas, die hochspringen. Oh, das ist ja ein richtig würziger Level wieder, ne? Das ist wieder richtig würzig. Na gut, ich kann es aber. Geht gut. Rein in die gute Stüb und los geht's. Okay. Again. What? Diese Kombo von verschiedenen hochspringenden Viechern, ne? Die macht mich immer sehr unglücklich. Alter, wie viele Leben ich schon hätte farmen können, wenn dieses Spiel mich einfach lassen würde. Oh. Ave Maria hier. Wir sind hier keine
Rein. Okay, jetzt geht's gut. Yay. Okay, ich verstehe schon, was er von mir will. Wie krieg ich den denn da rauf? Wenn das nur für einen Bonus ist, mache ich das nicht. Dann ist mir das egal. Ich meine, ich muss ja jetzt nicht so den herben Reibach hier machen, ne? Yeah. Ach, genau. Ja, warte. Wie soll ich den dann da rüber kriegen? Ja. Ne, tut mir leid, das save ich mir jetzt. Also ich muss irgendwie da oben rauf. Das ist ja eigentlich schon mal gesetzt. Und während ich da oben rauf muss, kriege ich die ganze Zeit einen auf den Nase. Den einen juckt die Nase. Den einen juckt der Sack. Da oben ist genau sowas hier. Das ist cool. Das bringt mich doch weiter. Ich mache hier mal das alles mal ein bisschen kaputt. Joa, ne? Tu dir keinen Zwang an, Chef. Okay, ab nach oben. Und den nehmen wir mit. Ich drück da jetzt schon mal drauf. Wird sonst nur wieder anstrengend. Okay, da müssen wir hoch. Süß. Und hier ist er. Komm. Sag ich doch. Genau das habe ich doch von Anfang an gesagt. Und nichts anderes. Videobeweis. Ist nichts passiert, ne? Ja. Gibt's das eigentlich mit einer A Cappella-Version? Das wäre auch geil, ne? Continue und save. So, jetzt haben wir zwei von den Switch Palaces aktiviert. Wir haben eine Info, dass wir irgendwas mit diesem blauen Raum im Geisterhaus machen sollen. Das ist doch schon... Das macht mich schon ein bisschen glücklicher. Was ich aber auch geil finde, ist, dass ich den Yoshi behalten darf, ne? Also das ist eigentlich schon nett jetzt. So kann man schon mal sagen, ich bin jetzt so positiv. Das ist jetzt so eine positive Bestärkung, ne? Ich darf einen Yoshi behalten. Wie schön. Ne, mit Yoshi behalten meine ich da bei dem Level, wo dann stand, keine Yoshis. Ist das nicht normalerweise so, dass der Yoshi dann weg ist? Der bleibt dann einfach beim Schild stehen und ist dann die ganze Zeit traurig, weil irgendjemand überhaupt so ein Schild aufstellen würde, dass er überhaupt nicht eingeladen ist zur Party. Verstehe ich, also an seiner Stelle wäre ich da auch ein bisschen stinky. Nee. Oh, ich mag diese Musik so gerne. Ich weiß auch, wie Freaky damals gesagt hat, er würde die original Super Mario World Musik nicht so mögen. Ich finde die mega. Und dann dieser Special-Würz, dass man, wenn man einen Yoshi hat, die Musik nochmal anders zu hören kriegt. Das ist so gut. Okay. Again. What? So, jetzt Donut Secret House. Das machen wir heute noch. Das muss. B-A-Y-X-L. Deswegen war es auch egal, dass ich hier nur eine Feder gekriegt habe. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich in den blauen Raum komme. Es gab hier so viele Räume, deswegen weiß ich nicht mehr, welche Türen in welchen geführt hat. Aber ist nicht schlimm. Das ist nur ein kleiner Stolperstein auf einer Kieselstraße. Ja, so ein Kiesweg. Kennt ihr das? Oder so ganz alte Straßen noch. Ich musste damals, als ich noch in Wilhelmshaven gewohnt habe und immer zum Karate gefahren bin, da war eine Straße, die bestand eigentlich nur so aus, ich weiß nicht, so ein Schotterscheiß da, ne? Und dann mit dem Fahrrad da durch. Und ich hatte das Problem, irgendwann hatte ich so eine Kette im Fahrrad, die so ein bisschen sprunghaft war. Die war jetzt nicht mehr hundertprozentig auf Zug. Und, jedes Mal, wenn ich da lang gefahren bin, konnte ich mir eigentlich sicher sein, dass ich wieder
absteigen und die Kette neu aufdringseln musste. So, hier ist blauer Raum, ne? Ist das der blaue Raum? Blauer Raum. Also ich hatte mir jetzt das hier fotografiert. Worauf muss ich jetzt genau achten? Hidden Coin Blocks in the Blue Room. Ja. Cool. Also das war das. Ich erinnere mich daran, dass das Spiel mich dann sogar warnen wollte vor diesem Tod, dem hier. Wo ich dann zweifelsohne grandios verreckt bin. Na gut. Das bedeutet für mich aber, dass ich hier lang muss. Okay, jetzt sind wir im roten Raum. Aber was bedeutet roter Raum denn für mich? Leute, ich chauffiere mich jetzt hier durch so fest. Okay, hier... The destructive power of the cape will get you to the stars, so try to keep it. Ach so, das hatten wir... Ja. Das hatten wir ja schon mal. Das hatten wir ja alles schon mal. Try to keep it. Nur das... Das Doofe war einfach, dass ich hier nicht wusste, wo ich lang muss. Ich kriege hier aber auch keine Anlauffläche zustande, ne? Wenn dann hier. Und da. Okay. Ja, Idee. So, Jungs. Nein, eins habe ich noch. Eins habe ich noch. Okay. Huch! So, jetzt kann sich von mir aus auch die Kamera mitdrehen. Ah! Nee, dann tut's es eben nicht. Aber ich habe noch eine andere Idee. Hui! Ne, die Idee ist leider fehlgeschlagen. Ich glaube, ich muss das mit den beiden Jungs hier machen. Oder... Idee 2. Ja. Hier ist eine ganze Riege von Invisible Coin Blocks versteckt. Genau so habe ich mir das gedacht. Hahaha. Das ist auch so wie im echten Leben, wenn man glaubt, man würde irgendwo runterfallen und man merkt schon, wie sich alles im Magen so zusammenzieht. Hup. Ah, okay, das ist jetzt... Das ist jetzt die Destructive Power, die wir brauchen. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich hier doch nochmal ein bisschen beeilen muss. Nee, muss ich nicht. Muss ich nämlich nicht. Hello. Okay. Was ist hier denn los? Also immer wenn so ein P-Switch gezogen wird, habe ich das Gefühl, dass ich mich beeilen muss. Hm. Na gut. Dann jetzt hier weiter rechts lang? Ich weiß nicht. Ein Stern. Das ist gut. Das bedeutet, ich bin jetzt hier in der Nähe von dem, wo ich sein müsste. Huch. Speichern, bevor ich hier reingehe. Hinterher ist es wieder falsch. Und dann bin ich wieder am Anfang vom ganzen Geschehen hier. Was ist das für ein riesiges Ghost House? Ein riesiges Ghost House. Denk dran, ich habe auch noch eine gewisse Zeit, die ich hier noch zu erfüllen habe, ne? Also, ich kann jetzt hier nicht einen ganzen Tag rumschlawinern. Dann ist natürlich irgendwann das Ende gekommen. Okay. Also, wohin, wenn ich nach oben, ne? Ja.
Okay. Danke. Oh, okay, alles klar. Da ist er. Der Hühnerschrecker. Da kommt. Komm her, Chef. Wir essen zeitig. Wir essen zeitig. Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Jetzt. Pilze! So viele Treffer. So viele Treffer. 3 Stück. 78 Zeit noch. Oh, geschafft. Geil. Yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes.